Leonardo DiCaprio, nach Gigi Hadid, verbringt viel Zeit mit ihr. Noch vor kurzem machten Gerüchte die Runde, dass sich Leonardo DiCaprio, 48, und Eden Paul Anni, 19, daten. Doch scheinbar hat der Schauspieler eine neue Frau kennengelernt und feiert mit dieser bis spät in die Nacht. Bei einer von ihm veranstalteten Pre-Party anlässlich der BAFTA Awards wurde er mit der Moderatorin Maya Yama, 28, gesehen. Nach der Party fielen die beiden auf, indem sie kurz nacheinander das Hilton Firehose verließen, wo die Feierlichkeiten stattfanden. Erst ging die Love Island Moderatorin, nur Minuten später machte sich auch der Schauspieler auf den Weg. Während immer wieder darüber gesprochen wird, dass Leonardo DiCaprio nur deutlich jüngere Frauen trifft und diese nicht älter als 25 Jahre alt sein dürfen, versucht er womöglich jetzt, an diesem Image zu arbeiten. Ein enger Vertrauter des 48-Jährigen sagte Daily Mail gegenüber, Leo ist momentan wirklich Single und er ist nicht von der Annahme begeistert, dass er sich immer nur diese sehr jungen Frauen sucht. Weiter ergänzt dieser, er sucht nach jemanden, mit dem er eine reifere Beziehung führen kann. Anführungszeichen. Am 17. Februar 2023 teilte Roma Willis, 34, auf Instagram die schwere Nachricht mit ihren FollowerInnen, dass ihr Vater Bruce Willis, 67, an frontotemporaler Demenz erkrankt ist. Auch Ex-Frau Demi Moore, 60, trat mit der Diagnose an die Öffentlichkeit und erklärte den aktuellen Befund. Während die Zeit für die Familie sehr belastend und schwierig erscheint, erfreut sich die schwangere Roma an ihrem baldigen Mutterglück. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto, das Nikki Reed, 34, die ebenfalls ein Kind erwartet, gepostet hat. Zu dem wunderschönen Foto schreibt Nikki Reed, wenn Bäuche aufeinandertreffen. Roma Willis, du bist eine wunderschöne werdende Mama. Worauf die Schauspielerin antwortet, oh, wie ich dich liebe, meine süße Freundin. Dieser liebe Austausch zeigt, dass die 34-Jährige nicht nur Rückhalt in ihrer Familie findet, sondern auch bei ihrer lieben Freundin. Zum Geburtstag von Cruz Beckham, 18, überlegt sich Mama Victoria Beckham, 48, etwas ganz Besonderes. Auf Instagram teilt die Designerin ein süßes Video zu Ehren ihres Sohnes. Der Zusammenschnitt zeigt nicht nur süße Schnappschüsse aus gemeinsamen Urlauben oder Aufnahmen von ihm als kleines Kind, sondern legt den Fokus auch auf das musikalische Talent des 18-Jährigen. Zwei kleine Clips offenbaren das Gesangstalent des Sohnes von David Beckham, 47, und seiner Frau, dass die stolze Mutter ihren Fans nicht vorenthalten möchte. Neben dem schönen Beitrag widmet die vierfache Mutter ihrem Sohn auch ein paar rührende Zeilen. Unter das Video schreibt sie, Happy Birthday Cruzi. Wir alle lieben dich so sehr und sich unfassbar stolz auf den jungen Mann, der du geworden bist. Du bist unser Ein und Alles. Fröhlichen 18. Superstar. Auch andere Stars lassen es sich nicht nehmen und kommentieren den Post. Kim Kardashian, 42, schickt ein weißes Herz und Isabella Grootmann, 31, kommt nicht umhin zu äußern, wie süß sie das Video findet. Die vielen Fans senden ebenfalls liebe Geburtstagsgrüße an den Beckham-Sprössling. In den vergangenen Wochen hielten sich die Trennungs- und Affärengerüchte um Megan Fox, 36, und Machine Gun Kelly, 32, hartnäckig. Die Schauspielerin hatte die Spekulationen zunächst befeuert, indem sie alle Bilder und dann ihren gesamten Instagram-Account gelöscht hatte. Auch ihren Verlobungsring soll sie zwischenzeitlich abgelegt haben. Laut eines Berichts von Page Six soll sie Nachrichten auf dem Handy ihres Verlobten gefunden haben, die sie zur Annahme veranlassten, dass er eine Affäre habe. Nun räumt Fox höchstpersönlich mit den Gerüchten auf. Dafür aktiviert sie sogar ihr gelöschtes Instagram-Profil wieder und veröffentlicht dort ein Statement zu ihrer Beziehung. Es gab keine Einmischung von Dritten in diese Beziehung, welcher Art auch immer, schreibt die 36-Jährige und fordert,
Ich hasse es zwar, euch der Verbreitung dieser wahllosen, haltlosen Nachrichten zu berauben. Komma, aber ihr müsst diese Geschichte sterben lassen und all diese unschuldigen Menschen jetzt in Ruhe lassen. Wie es aktuell um ihren Beziehungsstatus steht, lässt die Aktrice dennoch unerwähnt. Zwei Stars, die sich ineinander verlieben, ist keine Neuheit, doch diese Beziehung würde sicher für einige Überraschungen sorgen. Jennifer Aniston, 54, und Harry Styles, 29, sind beide Single und könnten vielleicht das nächste große Hollywood-Paar werden. 2017 ließ sich die Schauspielerin von Justin Theroux, 51, scheiden und ist seither alleine. Auch Harry Styles hat keine Partnerin mehr an seiner Seite, da seine Beziehung zu Olivia Wilde, 38, im November 2022 nach 2 Jahren Beziehung in die Brüche ging, obwohl sie einen Altersunterschied von 25 Jahren trennt. Könnten sich die Schauspielerin und der Sänger schon bald näher kommen? Die Bilder von Harry Styles auf Instagram werden von Jennifer Aniston schon fleißig mit Likes versehen. Doch der ausschlaggebende Punkt für diese Entwicklung soll ein Fauxpas seitens des Grammy-Preisträgers gewesen sein. Auf seinem Konzert in Los Angeles riss ihm bei dem Song Music for a Sushi Restaurant die Hose und ausgerechnet Jennifer Aniston saß zu diesem Zeitpunkt in der ersten Reihe. Den Vorfall soll sie genutzt haben, um mit dem 29-Jährigen in Kontakt zu treten. Die US-Amerikanerin schrieb ihm eine Nachricht, so ein Insider laut Closer. Harry Styles würde definitiv in das Beuteschema der Schauspielerin passen, denn er sei intellektuell, witzig und kantig, so die Quelle. Der Musiker selbst gab 2020 in The Ellen DeGeneres Show zu, dass sein erster Schwarm Jennifer Aniston gewesen sei. Wie sich die Beziehung der beiden entwickelt und ob es bald zu einem ersten Date kommt, wird sich zeigen. Das Interesse scheint jedoch beiderseits vorhanden zu sein. Sie haben News verpasst, die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen: closer.com, instagram.com, dailymail.co.uk. Adus cu rapul de când mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Dume retarde printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul